Ein herzliches Willkommen, ihr Lieben, von mir und meiner kleinen Fellnase. Ja, er geht, mein Assistent räumt die Bahn, das finde ich wunderbar. Dann habe ich nämlich gleich Platz hier für die Legung. Es ist eine zeitlose Legung und ich schaue rein, wie sieht es bei dir und deinem Gegenüber aktuell aus? Was ist los bei ihm? Was sind seine nächsten Schritte, Herausforderungen, Intentionen? Mal gucken, was sich so alles zeigt. Es ist eine allgemeine Legung und ich lege immer aus der Sicht einer Dame. Deswegen mach es dir bitte einmal für dich genau passend, je nachdem, in welcher Konstellation du lebst. Und es kann auch sein, dass du mit allen Botschaften in Resonanz gehst, vielleicht aber auch nur mit einem Teil. Das ist auch absolut normal. Und bevor ich starte, auch hier nochmal meine herzlichste Einladung. In ein paar Wochen geht's los. Mein nächster Online-Kurs, Lenormand Grundkurs, wenn du das Kartenlegen lernen möchtest, mit mir zusammen im 1:1 arbeiten möchtest, in einer wundervollen Gruppe. Es ist ein Online-Kurs, du bekommst alle Informationen, Videos, Bonusmaterial, Workbook, ein richtig tolles Workbook, alles online zur Verfügung gestellt, kannst auch ein Jahr lang darauf zugreifen, es dir runterladen. Genau, also alles in deinem Tempo. Es ist einfach magisch. Aktuell läuft ja schon der Kurs und ich kann nur sagen, es ist einfach nur total schön. Und im März kannst du dich auch noch anmelden für eine Reiki-Ausbildung. Auch da bitte ich dich, schreib mir einfach. Für den Lenormand-Kurs klickst du unten auf den Link und kannst dich selbstständig anmelden. Für die Ausbildungen darfst du einmal mit mir in den privaten Kontakt kommen. Meine Kontaktdaten findest du ebenfalls unten in der Box. Und jetzt habe ich genug geredet. Jetzt schauen wir doch einmal rein. Wie sieht es denn gerade bei deinem Gegenüber aus? Was ist wichtig aus der Vergangenheit in Bezug auf euch beide zu wissen? Was möchte sich hier aus der Vergangenheit zeigen, die Hohepriesterin? Okay, jetzt muss ich mal kurz reinfühlen. Ja, ich gucke mal jetzt auf die Grundenergie. Wie sieht es aktuell bei euch aus? Was ist eure gemeinsame Herausforderung? Was ist eure Herausforderung? Schwubbeldiwupp. Starten wir erstmal mit diesen Karten. So. Also aus der Vergangenheit zeigt sich hier die Hohepriesterin. Die Hohepriesterin steht für ganz viel Feingefühl, auch etwas geschehen zu lassen, für Geduld. Das bedeutet, ich kläre mal kurz mit den Lenormand-Karten eine Zusatzinfo auf die Vergangenheit mit der Hohepriesterin. Da haben wir die Hand. Und ich nehme das tatsächlich gerade so wahr, dass du ihm immer mal wieder die Hand gereicht hast, immer mal wieder darum gebeten hast, hier wirklich mit deinem Feingefühl auf ihn zuzukommen, in das Gespräch zu gehen und zu sagen, hey, ich sehe dich, komm her, ich sehe so viel, auch gemeinsames Potenzial. Und vielleicht hat das so ein bisschen, ja, deine Hand abgewehrt. Fühl für dich rein, wie du in Resonanz gehst. Dann haben wir die aktuelle Situation, die 10 Kelche. Die 10 Kelche, es ist ja eine grenzgeniale Karte, denn hier heißt es, wow, alles steuert hier gerade wirklich in Richtung Happy End, in Verbundenheit, in Harmonie und eine emotionale Sicherheit. Da möchte ich bitte eine Klärung. Welche Zusatzinfo bekomme ich denn hier auf die aktuelle Situation mit dir und deinem Gegenüber, mit den 10 Kelchen? Alles steht auf Neuanfang. Also etwas ist hier gerade wirklich, ja, in den Startlöchern. Ne? Also ein Prozess und hier haben wir die unterliegende Energie der Engelsflügel. Das heißt, das, was hier gerade neu entsteht und es sieht mir ganz danach aus, als würdet ihr jetzt wieder zueinander finden und euch dafür entscheiden, wir probieren es nochmal, ja. Wir fühlen einfach die Verbundenheit und wir gehen einfach nochmal gemeinsam los, füreinander und leben im Einklang. Und das ist auch geschützt. Also es wird hier gerade wirklich von den Engeln und vom Universum geführt. Die Herausforderung, die 6 Stäbe. Bitte einmal eine Klärung auf die 6 Stäbe. Ich erzähle euch gleich, ich finde es tatsächlich spannend, aber ich möchte erstmal Dankeschön, eine Klärung haben.
Okay, er ist die Herausforderung. Ja, also es liegt jetzt gerade nicht an dir. Würde es nach dir gehen, hättet ihr einfach eine tolle Zeit. Ihr wärt schon in der Verbundenheit. Die Sonne würde scheinen, alles wäre total toll. Die Kelche sind alle gefüllt. Hier geht es ja auch um Wunscherfüllung. Jetzt kommt die Herausforderung. Er ist die Herausforderung, dass er wirklich aus dem Herzen lebt, dass er seinen Selbstwert erkennt und dass er jetzt wirklich bereit ist, auch loszugehen. Also irgendetwas scheint ihn hier noch in Bezug auf euch beide ein bisschen aufzuhalten. Wir haben hier die Fabrik, das heißt, es fällt ihm schwer daran zu arbeiten, etwas aufzubauen, ja? Er möchte, aber gleichzeitig fällt es ihm schwer. Das zur Grundenergie, was ist jetzt gerade bei euch? Und jetzt möchte ich mal bei ihm reinschauen, was ist denn da los bei dem Knaben? Ich bin gespannt, wie immer. Und dann schaue ich mal. Ja, ich schaue mal mit den Karten rein. Was ist denn gerade auf Herzebene? Wir starten erstmal mit der Kopfebene. Aber ich bin gerade am Überlegen, ob ich andere Karten nehme. Nee, ich nehme die hier. Gut, ich bekomme das okay. Also die Kopfebene. Was ist gerade im Gedankenfeld deines, da bist du, deines Gegenübers? Und was haben wir denn da noch so im Kopf? Was ist gerade im Kopf bei ihm los? Die Kopfebene deines Gegenübers. Und die Damenkarte, das bist immer du, auch wenn du ein Mann bist, weil es die Hauptkarte ist, wenn ich hier lege. Spannende Kombination, denn wir haben dich, wir haben aber auch die Schlange und wir haben den Schlüssel. Zum einen kann es sein, dass er hier gerade wirklich hin und her gerissen ist zwischen dir und einer weiteren Dame, dass ihn das ganz aktiv beschäftigt, welchen Weg soll ich jetzt gehen, für wen darf ich mich jetzt hier öffnen. Er sucht wirklich gedankentechnisch ganz aktiv nach einer Lösung, wird die vermutlich auch finden. Schauen wir mal, was denkt er denn über dich? Welche Zusatzinfo bekomme ich auf die Dame? Kopfebene bei deinem Gegenüber. Wir haben die 8 Schwerter. Das heißt, alles, was mit dir zu tun hat, wenn er an dich denkt, da gerät er irgendwie in so ein negatives Gedankenmuster. Da ist er in einer Opferposition und hält sich lieber selbst gefangen, anstatt in die Aktion zu gehen. Auf die Schlange, Kopfebene deines Gegenübers. Welche Zusatzinfo bekomme ich hier auf die Schlange? Die Schlange, wir haben wie heißt es? Ich glaube, ich hänge jedes Mal bei dem Wort. Wir haben die Gerechtigkeit, ihr Lieben. Und die Gerechtigkeit zeigt immer eine Urteilskraft, karmische Verbindungen. Auch das Prinzip von Saat und Ernte. Das heißt, die Schlange scheint hier noch eine Riesenmacht über ihn zu haben, ja? Und die haben scheinbar auch noch wirklich eine karmische Verstrickung, was ihn immer wieder zurückholt zu dieser eventuellen Dame. Das ist nicht immer toll, denn dadurch lernt er nicht seinen Weg zu gehen. Oder vielleicht gerade deshalb. Wir werden es sehen. Bitte eine Klärung auf den Schlüssel. Eine Klärung auf den Schlüssel. Und ich nehme das auch so wahr, als hätte er ein bisschen Angst vor ihr. So, der Schlüssel. Da haben wir die Herrscherin als Zusatzinfo. Das bedeutet, der wünscht sich hier Wachstum. Ebenfalls steht die Herrscherin ja auch für Geburt. Etwas möchte hier gedeihen. Und wir haben das ja bei euch hier, ne, in seinen, was ist gerade aktuell bei euch? Und das ist ja die Schwangerschaft. Das heißt, er ist eigentlich schon mehr im Feld, eine Lösung zu suchen, wie er jetzt mit dir in Interaktion gehen und treten kann. Ihr habt eine Seelenverwandtschaft, definitiv, wir haben den Mond. Aber der Mond zeigt auch, diese Lösung, wenn er mit dir hier in Resonanz geht, bereitet ihm ebenfalls auch noch ein bisschen Angst. Und das habe ich in den letzten Kartenlegungen schon immer mal wieder gesehen, dass er wirklich sehr, sehr, sehr stark von Angst geprägt ist. Der ist unklar und der fragt sich, naja, schaffe ich das wirklich? Bin ich ihr? Kann ich ihr gerecht werden? Schaffe ich das? Ist es richtig, wenn ich jetzt wirklich, naja, auf sie zugehe
und diese Chance einfach nutze, die mir gegeben wird. Jetzt lege ich die Karten mal einmal hier so kurz an die Seite. Seine Herausforderung, aktuelles Thema und das, was aus der Vergangenheit wichtig ist. Und nehme die Kopfebene hier oben hin. Denn jetzt geht es weiter. Wir schauen auf seiner Herzebene. Was ist die Herzebene? Was ist da wichtig zu wissen? Und dann kommen seine nächsten Schritte. Es bleibt spannend. Okay. In Bezug auf dich und dein Gegenüber, was fühlt dein Gegenüber gerade im Herzen? Was ist in seinem Herzen los? Was ist in seinem Herzen? Was möchte hier noch als Information, wenn er an dich denkt? Angst, wieder der Fuchs. Angst, aber auch Strategie. Er wünscht sich hier, guckt mal, wie krass, wie krass, wie krass. Aktuelle Situation mit dem Bauch der Schwangerschaft. Im Herzen wünscht er sich diese Verbindung, er fühlt die Verbindung zu dir. Er möchte, dass das eigentlich öffentlich wird. Er möchte einen Neuanfang. Das ist das, was sein Herz ihm sagt. Und gleichzeitig haben wir hier den kleinen, scheuen Fuchs, der zum einen natürlich auch für Feingefühl steht und für einen Plan, ja, eine Strategie, wie er sein Ziel erreicht, wie er auf Beutefang geht und so weiter. Aber größtenteils kommt hier wirklich die Angst hoch, so wie ich es hier fühle, die Angst, was ist, wenn ich jetzt mein Herz wirklich öffne für sie, also für dich. Ja, ein sehr angstgeprägter Mensch. Eine Klärung bitte auf den Ring, Herzebene deines Gegenübers. Welche Zusatzinfo kommt hier? Ja, holla die Waldfee, wir haben das Ass der Stäbe. Das Ass der Stäbe und als unterliegende Energie die drei Stäbe. Das Ass der Stäbe steht ja wirklich dafür für, wow, hier findet jetzt eine neue Kommunikation statt. Hier ist es ebenfalls auch nochmal die Schwangerschaftskarte. Feurig, leidenschaftlich und er möchte diese leidenschaftliche Verbindung zu dir leben. Er weiß auch, dass da ganz viel Potenzial ist. Das sagt ihm sein Herz. Also sein Herz schlägt so aktiv für dich und diese Verbindung. Der Park. Da haben wir die 8 Münzen, unterliegende Energie, die 9 Kelche. Die 8 Münzen stehen. Ihm ist ganz viel Sicherheit wichtig. Und vielleicht hat er auch ein bisschen Angst, dass wenn alles hier sichtbar wird, dass er diese Unabhängigkeit verliert, dass er irgendwie ins Struggeln gerät, ja. Und ihr habt hier scheinbar auch schon immer mal wieder Treffen gehabt und du hast auch wahrscheinlich ganz viel Arbeit reingesteckt, er für sich wahrscheinlich auch. Oder er kommt jetzt endlich mal in diese Energie und sagt, okay, ich darf an mir arbeiten, mir wird hier bewusst, dass das mein Thema ist, dass ich hier wirklich an meiner Herzöffnung arbeiten darf, dass ich diese Verbindung öffentlich genießen darf, dass ich in die Aktion treten darf, um eine neue Kommunikation einfach herzustellen. Und die 9 Kelche ist ebenfalls Erfüllung der Wünsche, ja? Liebe, eine neue Runde, vielleicht hattet ihr keinen Kontakt und jetzt wünscht er sich einfach wirklich diese neue Kommunikation, nochmal so ein Neuanfang in seinem Herzen. Wie gesagt, denn ihr wisst, hier im Kopf ist er tatsächlich hin und her gerissen und beschäftigt sich auch noch mit einer weiteren Dame. Vermutlich. Es können aber auch Verstrickungen sein. Es können auch Umwege sein, die er immer wieder geht. Und dieses, ja, ich schlängel mich irgendwie durch. Ich glaube aber eher, dass es hier eine Dreierkonstellation geben könnte. Dann eine Zusatzinfo bitte auf das Kind, Herzebene deines Gegenübers. Welche Info bekomme ich denn hier noch auf das Kind? Ja, und da haben wir die unterliegende Energie, die 3 Stäbe. Die hatten wir gerade schon. Die 3 Stäbe, das bedeutet, okay, der möchte Erfahrungen sammeln. Ja, der möchte hier wirklich etwas Neues, eine neue Reise beginnen. Der möchte sein Herz öffnen in kleinen Schritten.
Ebenfalls wie das Kind. Also beides, die Kombi zeigt einfach Neuanfang, Entscheidung treffen, Fokus setzen. Aber ihm ist es gerade nicht anders möglich, als in kleinen Schritten daran zu arbeiten. Unterliegende Energie der Page der Münzen. Und das bedeutet ebenfalls, der braucht ganz viel Sicherheit, ja? Der ist ganz, ganz sicherheitsorientiert. Vielleicht fehlt ihm dieses Urvertrauen aufgrund von Erfahrungen, aufgrund von Ereignissen in seiner Vergangenheit. Ich weiß nicht, was bei ihm los ist oder los war. Das wirst du wahrscheinlich wissen, was dazu geführt hat, dass er einfach so eine Angst in sich trägt und einfach ganz viel Sicherheit braucht. Schauen wir auf die nächsten Schritte, ihr Lieben. Was werden die nächsten Schritte von deinem Gegenüber in Bezug auf dich sein? Was sind seine nächsten Schritte in Bezug? Oh. Ja, Freunde. Mann, Mann, Mann. Der Berg. Was haben wir hier denn noch? Das Schiff. Seine nächsten Schritte in Bezug auf dich. Seine nächsten Schritte. Der Hund. Unterliegende Energie, die Sense. Ich kläre erstmal noch mit den Tarotkarten. Denn da möchte ich, bevor ich jetzt hier wilde Spekulationen ablasse, möchte ich doch erstmal mit den Tarots reinschauen. Eine Klärung auf den Berg. Da haben wir die Königin der Schwerter. Eine Klärung auf das Schiff. Eine Klärung auf das Schiff. Wow, die Welt, das ist schön. Eine Klärung auf den Hund. Ass der Schwerter. Okay. Unterliegende Energie, Page der Schwerter. Also hier geht es um ganz, ganz viel Klarheit. Hier wird eine ganz klare, radikale Entscheidung getroffen. Berg und Queen, ach Queen, genau, für die Königin. Berg und die Königin der Schwerter bedeutet, die Königin der Schwerter steht für absolut abgeklärt, klare Gedanken. Die lässt nicht jeden Scheiß mit sich machen. Und ich glaube, das ist so das, wie er dich einfach sieht, ja, dass er jetzt wahrnimmt, upsie, wir hatten vielleicht jetzt nicht so den besten Kontakt aufgrund seines Verhaltens. Jetzt wird ihm bewusst, dass du dich in dieser Zeit ebenfalls verändert hast. Das heißt, reifer geworden bist, sachlich bist und dich einfach wirklich in einer Königin-Energie repräsentierst. Und genau das strahlst du auch auf ihn aus. Der Berg heißt, ja, das fordert ihn heraus. Ne? Also ich glaube schon, dass er die Herausforderung annehmen wird, hier eine neue Reise zu starten. Aber das ist für ihn wirklich eine sehr, sehr, sehr große Herausforderung und gerade noch nicht greifbar. Es ist, als würde er das Gefühl haben, oder es kommt so bei mir an, dass er denkt, dass du wirklich so 10 Kilometer über ihm sitzt und es für ihn ungreifbar, unnahbar ist, wirklich hier für dich sichtbar zu sein und dass er noch mal eine Chance bekommt. Mit dem Schiff und der Welt macht er sich aber auf die Reise. Und zwar auf eine komplett neue Reise. Auf eine Reise, wo er Klarheit bekommt. Das zeigt mir hier einmal die unterliegende Energie, Page der Schwerter und auch noch mal das Ass der Schwerter. Denn hier wird jetzt Wahrheit gesprochen und vielleicht hattet ihr ja auch ein Techtelmechtel, obwohl er noch in einer Beziehung war. Und jetzt heißt es, seine nächsten Schritte werden es vermutlich sein, sich einmal diesen Stürmen zu widmen, einmal wirklich rein in dieses Chaos, um ein Kapitel zu schließen, wirklich einen Cut zu machen und Wahrheit zu sprechen. Ich hoffe jetzt wirklich, dass er den Mut hat und für Klarheit sorgt. Und dann einfach auch wieder symbolisiert, hey, eigentlich bin ich doch wirklich ein treuer Mensch. Das, was da passiert ist, ja, das ist einfach passiert, weil ich einfach so eine extreme Verbindung zu dir spüre. Aber jetzt ist es mir wichtig, dir zu zeigen, dass ich wirklich ehrlich bin, dass ich treu bin, dass ich dich begleiten möchte und dafür nehme ich jetzt das Schwert der Wahrheit und spreche hier aus, was mich so lange bedrückt, damit hier oben endlich für Gerechtigkeit gesorgt wird, ja, für einen Abschluss einfach. Und der Page der Schwerter, ja, der steht ja ebenfalls für
für diese neuen Ideen, für diese neue Bewegung, die einfach reinkommt in seinen Kopf. Und das kann auch recht plötzlich sein. Das kann mit der Sense recht plötzlich sein, dass er sich hier entscheidet, etwas zu kürzen. Genau. Ich wollte eben noch irgendetwas gefragt haben auf ihn. Was wäre denn jetzt noch interessant? Ich kann euch ja leider nicht hören. Ich möchte gerne noch mal wissen. Was möchte ich denn noch mal wissen? Ich möchte gerne noch mal eine Information haben, wie es jetzt bei euch in den nächsten 6 Wochen weitergehen wird. Die nächsten 6 Wochen bekomme ich noch eine Information. Die nächsten 6 Wochen. Okay, und eine Info bitte. Was solltest du jetzt tun? Ein Tipp für dich. Was ist deine Aufgabe? Eine Zusatzinfo. Was ist jetzt deine Aufgabe? Was solltest du tun? Der Bär und das Kreuz. Unterliegende Energie, die Ruten. Schauen wir aber erstmal hier auf das Klee und der Engelsflügel, das, wie es jetzt so in den nächsten 6 Wochen hier verlaufen wird. Zusatzinfo bitte. Und auf die Engelsflügel. Eine Zusatzinfo auf die Engelsflügel. Okay, unterliegende Energie. Ach, Freunde, der Eremit, das heißt der Rückzug. Also, die nächsten 6 Wochen hatte ich gefragt. Es sieht ja hier alles wirklich so aus, als würde er sich auf die Reise machen, aber scheinbar noch nicht in den nächsten 6 Wochen. Der junge Mann oder vielleicht auch der ältere Herr, wie auch immer dein Gegenüber, Mann, Frau, egal. Es ist hier geführt, geh ins Vertrauen, ja? Diese Situation ist tatsächlich geschützt und geh in das Vertrauen, dass alles zu deinem höchsten Wohle dient. Und was deine Aufgabe ist und du tun solltest, sag ich dir gleich. Denn es ist noch eine kleine Phase, wo er durch die Angst einfach durchgehen muss. Denn er pendelt, ja? Hin und her, soll ich nicht. Da ist so ein Ungleichgewicht. Und jetzt heißt es tatsächlich, es liegt an ihm und wahrscheinlich auch ein bisschen am Universum, ob er sich führen lässt, dass er sich hier wirklich entscheidet. Und da ich für die nächsten 6 Wochen gefragt habe, jetzt diese Kombi kommt, gehe ich davon aus, dass es tatsächlich ja so 50-50 steht. Ne? So 50-50, ob jetzt hier wirklich jetzt in der nächsten Zeit schon eine Klärung kommt. Denn wir haben mit dem Eremiten auch wieder mal den Rückzug. Das heißt, sieht er nicht danach aus. Ich hätte euch so gerne etwas anderes gesagt. Was solltest du jetzt tun? In deine Stärke finden. In deine Stärke finden und auch in dir abwägen. Wo bist du denn noch hin und her gerissen? Wo darfst du noch klarer werden? Wo hältst du an Glaubenssätzen fest? Und wo klammerst du auch noch unfassbar viel an ihm? Bitte eine Klärung auf das Kreuz. Eine Klärung auf das Kreuz. Page der Kelche. Das ist wahrscheinlich, vermutlich wirklich diese Energie von Mensch. Ich wünsche mir so, so sehr, dass etwas hier neu aufgebaut wird. Ja, du wünschst dir das so sehr und gleichzeitig ist es so eine Belastung. Lass die Schwere hinter dir, komm in die Leichtigkeit, wird mir hier gesagt, indem du dich auf dich fokussierst. Auch das habe ich schon in den letzten Legungen immer mal wieder gesagt. Vielleicht bist du auch ein bisschen dickköpfig und hältst ganz starr daran fest, nicht loszulassen. Auf den Bären. Eine Klärung bitte auf den Bären. Uppala, was haben wir hier? Der König der Schwerter. Das könnte tatsächlich er sein, wenn du sagst, okay, ja, der ist schon sehr rational, der ist dickköpfig, hat eine Macht, hat aber auch ein unfassbares Wissen. Auch eine tolle Kombination, wenn er dich nämlich als Königin der Schwerter sieht und du siehst ihn als König der Schwerter, seid ihr ja schon eigentlich ein Match. Aber es heißt jetzt hier wirklich für dich, komm, lass los. Lass ihn los. Bitte einmal eine Danke auf die Ruten. Die Ruten, da bekomme ich die Zusatzinformation der zwei Stäbe. Ja,
Bist du wirklich glücklich? Was willst du wirklich? Das darf jetzt dein Fokus sein, der Magier als unterliegende Energie. Also bitte, 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 beleuchte nochmal, warum hältst du so krampfhaft an ihm fest? Ist es wirklich dieser Wunsch aus deinem Herzen heraus? Oder ist es noch etwas, wie so eine emotionale Abhängigkeit, ja? Du hast starke Gefühle, das kann ich mir schon vorstellen, aber sind es wirklich echte Gefühle? Oder hältst du dich hier selber noch ein bisschen begrenzt? Fokussierst du dich so extrem auf ihn, dass es dir schwerfällt, für dich loszugehen? Und hier heißt es, es kann nur etwas zu dir kommen, wenn du ihn gehen lässt, wenn du loslässt. Und die Zeichen stehen hier schon auf Neuanfang, dass er auch jetzt hier bereit ist, aus seinem Herzen zu leben. Aber der hat hier einfach noch etwas aufzuräumen, für Klarheit zu sorgen. Und du darfst diese Zeit jetzt einfach wirklich nutzen. Verbinde du dich mit dem Universum und sag auch, okay, das sind meine Wünsche. Ich gebe die Bestellung jetzt mal ab, aber mit der Intention, dass alles zum höchsten Wohle von dir und auch von ihm geschieht. Ganz, ganz wichtig. Und dann kann das Universum eingreifen. Aber hier scheint es wirklich, dass Liebe für dich auch wirklich noch eine Belastung ist. Nicht nur zu ihm, sondern generell könnten hier Glaubenssätze in dir verankert sein. Vielleicht auch der Glaubenssatz, Liebe muss schmerzhaft sein, Liebe muss wehtun, Liebe muss eigentlich genauso sein, wie was wir jetzt hier gerade haben. Dieser Rückzug, dann wieder aufeinander zugehen, dann vielleicht auch ein bisschen Eifersucht, dann gleichzeitig wieder die Anziehung. Also immer dieses Hin und Her, Zuckerbrot und Peitsche. Und vielleicht darf ein Glaubenssatz in dir heilen, damit du dich dann wahrhaftig für Liebe öffnen kannst. In diesem Sinne, ihr Lieben, das war eine sehr ausführliche Legung. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen, ein paar Informationen geben. Generell, wie gesagt, auf den ersten Blick, ne, was wir hier so hier vorne hatten, liegen die Energien sehr angenehm, wirklich sehr schön. Hier steht etwas, ja, hier beginnt quasi gerade ein neuer Wachstumsprozess. Aber beachte seine Herausforderung, beachte auch nochmal die Tipps, die ich dir gerade gegeben habe und bleib in deiner emotionalen Stabilität, wenn du sagst, ich bin emotional eigentlich schon sicher. Und vielleicht war auch die Zeit ohne ihn genau diese prägende Zeit, die dich einfach daran erinnert, dass du auch sicher sein kannst, wenn er gerade mal nicht in deinem bewussten Feld ist, wenn ihr gerade aus dem Kontakt rausgeschlittert wurdet. Und gib ihm die Möglichkeit, sich zu entfalten, druckfrei. Ja, jeder hat einen freien Willen. Und es ist jetzt erstmal seine Aufgabe, eine ganz wichtige Aufgabe, für Klarheit und Ehrlichkeit zu sorgen. Wenn da eine dritte Dame oder ein dritter Herr noch eine Rolle spielt, wirklich zu sagen, so Butter bei die Fische, ich stehe jetzt hier meinen Mann oder meine Frau und bin ehrlich, ich räume auf, um dann wirklich ein neues Kapitel zu starten. Genau. Denn im Herzen seid ihr verbunden. In den Gedanken ist er ganz extrem bei dir und dennoch, ja, und dennoch möchte er es gar nicht wahrhaben, wie viel du ihm bedeutest. Er scheut sich ein bisschen davor und hat vielleicht auch Angst, nicht genug zu sein für dich. Dass du einfach viel reifer bist, dass du viel klarer bist und dass er nicht mithalten kann. Und vielleicht hat er sogar auch ein schlechtes Gewissen für das, was er getan hat. Und ja, möchte dir einfach zeigen, hey, ich schaffe das, aber dafür darf er erstmal für sich losgehen. In diesem Sinne, ihr Lieben, haltet mich auf dem Laufenden. Ich freue mich über jede Seele, die sich im Lenormand-Kurs anmeldet. Es wird eine ganz magische Zeit. Und natürlich auch für alle Schülerinnen, die sagen, oder Schüler, die sagen, ich möchte gerne die Energiearbeit lernen, weitergeben, Heilung fließen lassen und aktivieren. Oder du möchtest eine persönliche Kartenlegung, schreib mir. Ich freue mich auf dich. Ich freue mich auf deine Nachricht. Ich wünsche dir einen wunderschönen sonnigen Tag. Bleib bei dir, geh in die Kommunikation, wenn es für dich wichtig ist. Aber dafür werd dir selber erstmal bewusst, was willst du wirklich und warum möchtest du es. Macht's gut, vielen Dank fürs Einschalten.